Letztens habe ich aus purer Leichtsinnigkeit TikTok geöffnet und was war das erste Video, was mir in die Fresse gesprungen ist? Ey, was ist das denn? Ich wollte doch eine Playstation, Mama! Nerv nicht! Doch, das nächste Video war auch nicht viel besser. Als ob der wegen einem Kuss so hart wird. Ja. Wenn mein Körper von hier bis hier die deutsche Landkarte wäre, in welcher Stadt wärst du dann gern? Japan? Was passiert hier? Doch dann war meine For You-Page komplett broken. Ich meine, was ist denn das jetzt? Ich bin gerade ganz alleine hier in der Gondel und mir ist echt kalt. Kommt jemand, um mich zu wärmen? Ja, Moment, das haben wir gleich. Meine Gehirnleistung lässt stetig nach. Was geht ab, Elite? Euer schlecht frisierter CEO ist hier. Und ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Heute wird es cringe. Denn das letzte Video von TikTok versus YouTube Shorts kam bei euch ja mega gut an. Also zumindest, wenn man die Prämisse des Videos nicht ganz so ernst nimmt. Leute, bitte hinterfragt nicht so viel. Ärgert euch nicht, es ist alles nur Spaß, Unterhaltung. Ich meine, wollen wir nicht eine Gaudi haben hier? Yeah, Party. Ich tanze in den Käse. Komm schon, du Zwiderwurzen. Jetzt lach doch mal. Warum lachst du nicht? Warum lachst du nicht? Also ja, ich habe euch gebeten, mir YouTube-Shorts sowie TikToks zuzusenden und jedes Mal, wenn ich irgendwas cringe finde, bekommt diese Plattform einen Strafpunkt. Ich bin sowas von am Start. Das hier ist der Punktestand. Habt ihr Bock? Nein, hab ich nicht! Warum nicht? Doch Leute, hier ein kleines Update von meinem Partner Just Legends. Mit dem Code CEOSIDE bekommt ihr ab jetzt 25% für die restliche Weihnachtszeit. Das bedeutet, wenn du mal Just Legends ausprobieren wolltest oder Nachschub brauchst, ist jetzt die perfekte Zeit. Meine Empfehlung ist by the way Iced Tea Peach, das lieben die meisten. Oder wer es ein bisschen wilder und saurer haben will, der Blackberry Booster ist definitiv auch einer meiner Lieblinge. Und zuletzt gibt's auch zu den Probierpackungen ab jetzt immer den Weihnachtsshaker vom letzten Jahr. Also auch da gerne zugreifen. Link ist wie gesagt immer in der Videobeschreibung, aber auch in den Kommentaren angepinnt. Und wie gesagt, vergiss den Code CEOSIDE nicht. 25% Rabatt kann man sich schmecken lassen. Okidoki. Okay, jetzt geht's los. Das hier ist der Punktestand. Viel Spaß mit dem Video. Finde das hier cringe, aber auch ein bisschen witzig. Mache ein M mit 3 Stiften. Let's go. Okay, so. So, nee, das ist ein M. Du brauchst aber ein M. Ah, nee, das ist falsch. Und das ist außerdem nur mit 2 Stiften, okay? Letzter Versuch. Ja, okay, nee, das ist leider falsch. Komm, ich erklär's dir, okay? Wir machen einfach hier und hier und schon haben wir ein M mit 3 Strichen. Digga, das war ja völlig unnötig, Alter. Vor allem, wie er sich am Ende noch verlabert, ey. Und schon haben wir ein M mit 3 Strichen. Plötzlich mit Strichen und nicht mit den Stiften. Also ganz ehrlich, Strafpunkt für YouTube Short ist raus. Achso, und falls ihr mal ein ordentliches Rätsel haben wollt. Ihr dürft nur einen Strich hinzufügen, damit diese Rechnung Sinn ergibt. Drückt auf jeden Fall gerne Pause, denn die Auflösung gibt es in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, hier hätte der Strich hingemusst. Bruder! Magie! Zu 89% cringe. Hey, Schatz. Hey, was soll das? Alter. And the Oscar goes to... einen Typen, der angeblich jedem eine ballert, der nur seine Freundin umarmt. Hey, was soll das? Ich meine, man könnte auch einfach nachfragen. Am Ende gibt es ja auch einfach eine logische Erklärung für dieses Szenario. Vielleicht tröstet sie ja gerade einfach nur ihren kleinen Bruder, weil dessen Freundin mit ihm Schluss gemacht hat und er kommt so rein. Fatality. Und an der Stelle, ich finde allein ihre Lache ist schon so ein kleiner Trennungsgrund. Alter. Strafpunkt an YouTube Shorts. So, als nächstes würde ich sagen, wechseln wir aber lieber mal zu TikTok rüber. Die Zunge. Okay, jetzt mal an die Mädels. Findet ihr sowas wirklich hot? Aber Respekt an die Friese, dass sie so steht. Also wie zum geilen Helden, die so... Fresh. Hier oben, Alter. Okay, an der Stelle 1 zu 2. Wie Erwachsene sich heutzutage gehen lassen. Junger Mann, wollen Sie die 50 Euro nehmen wollen oder wollen Sie das für Kinder einfach doppeln? Du kleiner Huf! Eisenbesitzer wollte sie sagen. Weiß ich nicht, Digga. Muss das? Ey, Freundin, hast du nicht mal wieder Bock zu saugen? Hab ich doch gestern erst gemacht. Aber ich mag's, wenn's schön sauber hier ist. Ey, ich will
irgendwas schlagen. Vom Schlimmste an der Stelle ist nicht mal der TikTok an sich, sondern in dem Fall die Kommentare. Gestern lief bei ihm. Aha, gestern. Er hat's auch zuerst falsch verstanden. Das haben wir gleich. Jawohl, ja! Leg mich am Arsch, da geht TikTok jetzt in Führung. Wird das der nächste Synchronsprecher? Ich sag's euch ganz ehrlich, Möbelkraft, scheiß auf euch, mein Lieblingsmarkt ist Nee, also hier schlägt mein Cringometer noch nicht aus. Was soll daran denn gut sein, dass das über 300.000 Likes hat? Das ist dann echt so, hier sind einfach nur zwei Typen, die Nudeln essen und als der eine aufsteht, versalzt der andere halt die Nudeln und dann kommt der andere zurück und tauscht durch einen sehr überhaupt nicht gestellten Trick die Nudeln wieder aus und somit isst der andere seine eigenen versalzenen Nudeln. Wow, incredible! 10.000 Euro für den Drehbuchautor, bitte. Und das hat sogar mittlerweile schon über 600.000 Likes! Leute, bitte macht hier mal eine Gegenbewegung und schreibt mir in die Kommentare, der wievielte Like ihr wart. Einfach maximaler Cringe bei YouTube Shorts. Hä, das ist doch 1:1 der gleiche YouTube Short wie im letzten Video. Wie oft wollen sie diesen Joke denn noch bringen? Das kann doch nicht gut ankommen, oder? Schauen wir doch mal in die Kommentare. Verdient euer Geld durch Arbeiten. Wir brauchen Fachkräfte und keine Influencer. Gut, ich glaube, da hat er recht. Ich glaube, ich bewerbe mich morgen dann beim... Ach so, 3:4. Ach du Scheiße, am Ende gewinnt hier TikTok das Rennen noch. Herr Schrödinger, Sie kommen in die Hölle, weil Sie diese Katze umgebracht haben. Okay. Herr Schrödinger, warum sind Sie nicht im Himmel? Ihre Katze lebt doch. Ich weiß. Schrödinger, das gibt's doch nicht. Hallo? Ja, hallo, Petrus hier. Warum ist der Schrödinger nicht in der Hölle? Hallo, hier ist auch Petrus. Warum bin ich gleichzeitig in der Hölle und im Himmel? Ja, hallo, hier ist Belzebubi aus dem Himmel. Hier steht ein Karton, wo Katze draufsteht, aber ein Schrödinger drin ist. Hallo, hier ist Schrödinger. Ich bin gar nicht in dem Karton. Korrektur, ich bin selbst in dem Karton und angezogen wie Schrödinger. Hallo, Petrus nochmal. Ich glaube, ich bin in einer Katze. Dieser TikTok gehört verboten, Mann! Ich bin psychisch und nervlich komplett am Ende. Lustig und cringe. Habe ich hier schon gesagt? Ich bin Veganer. Ja, okay, aber ich habe doch gar nicht danach gefragt. Würdest du auch Menschenfleisch essen? Nee, also in den nächsten Tagen habe ich das nicht vor. Ich rette damit die Umwelt. Ey, danke, das ist voll die geile Aktion. Du weißt schon, dass dein Steak vorher gelebt hat? Davon gehe ich mal stark aus. Ich meine, anders wäre es ja ziemlich merkwürdig, oder? Mörder! Was? Inwiefern? Köstlich. Warum hat das 7 Millionen Aufrufe? Leute, ich check echt nicht, warum das viral geht. Da zocken zwei, sie gewinnt scheinbar, deswegen geht er heulend in die Ecke, sie fühlt sich geil, er verlangt ein Rematch, sie verneint und deswegen weint er wieder weiter und sie fühlt sich weiterhin geil. Das war's, keine Pointe, nix. Aber das Gute ist, die meisten fanden diesen YouTube-Short auch nicht wirklich so geil. Aber Moment, wie ist eigentlich der Punktestand? Was? Leute, checkt mal aus, ob der Abo-Button bei euch rot ist. Wenn ja, dann gerne ändern und Glocke aktivieren. Aber das Geile ist, Leute, wir haben einen weiteren 10.000er-Step zu den 500.000 geschafft. Zwei Videos gibt es dieses Jahr noch. Ratet gerne mal, welche das noch sein könnten. Euer CEO!